Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder Freitag und wir haben uns heute vorgenommen, einfach mal über die vergangenen Ausstellungen zu reden, die ich bisher hatte. Also von Anbeginn bis heute. Dazu habe ich euch diese verschiedenen Kataloge rausgesucht, die eben abgedruckt wurden, wo teilweise Bilder von mir auch drin sind. Und leider kann ich euch die Kataloge aus Italien nicht zeigen. Das ist sehr schade, die habe ich leider nicht zugeschickt bekommen. Vielleicht, wenn ich irgendwann wieder dort im Besuch bin, dass ich die irgendwie bekomme. Ich denke eher nicht. Aber die Sachen von Italien so, ich werde euch einfach diese Flyer einblenden im Video zu der passenden Ausstellung und eventuell auch das ein oder andere Foto, was die Galeristin gemacht hat oder Galerist oder ich eben. Und ich würde sagen, fangen wir beim Urschleim an. Und zwar am 7.7.2012 bis 15.7.2012 habe ich meine allererste Ausstellung mit anderen zusammen gehabt. Und das war im Rahmen der Jahresausstellung von meiner Hochschule für Bildende Kunst in Dresden gewesen. Dazu kann ich nichts weiter sagen. Das war meine erste Erfahrung. Wir hatten einfach verschiedene Atelierräume gehabt, hatten die mit unseren Bildern dekoriert. Einer hat immer aufgepasst jeden Tag, dass eben kein Bild geklaut wird. Und die Leute hatten sich angeschaut, ob wirklich was passiert ist bei mir dann nie. Am 15.09.2012 bis 28.10.2012 war die Jugendkunsttriennale in Chemnitz im Tietz in der Ausstellung der Neuen Sächsischen Galerie. Und dafür haben wir auch schon das erste Buch hier. Jetzt muss ich mal kurz zu euch kommen. Schaut, dass ihr das auch gut seht. Und zwar ist das das Buch. Und das Bild habe ich auch schon markiert, die da zu mir gehören. Und das wäre einmal eine Zeichnung. Die hier unten mit dem Baby. Und dann hätten wir noch eine Madonna, die ich gemalt habe. Vom Botticelli war meine Vorlage gewesen dafür. Die Zeichnung von dem Baby ist A4 Format gewesen. Und die Madonna war ein Ölgemälde von 100 x 80 cm. Das wäre der erste Katalog, den ich habe. Alles gut aufheben. Und machen wir weiter mit der nächsten Ausstellung, die im Jahr 2013 war, vom 12.07. bis 21.07. wieder, und zwar die Jahresausstellung an der Hochschule für Bildende Kunst. Dazu brauche ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Dann gab es 3 Jahre Ruhe, da ist eigentlich nichts gewesen, da habe ich mich wirklich komplett auf mein Studium konzentriert. Und dann hat 2016 begonnen, deswegen habe ich gesagt, wir brauchen jetzt nicht einen extra Rückblick machen, wir machen einfach einen kompletten Rückblick. Und zwar vom 4.6.2016 bis zum 5.6.2016 hatte ich meinen eigenen Messestand auf der Neuen Art 16. Ich möchte mich auch zu dieser Neuen Art wieder anmelden dieses Jahr 2017. Seid ihr dann recht herzlich eingeladen, noch an meinen Stand vorbeizukommen. Aber dazu gibt es natürlich dann noch ein neues Video, sobald alles klar ist und geklärt ist. Bei der Neuen Art 16, hier seht ihr auch den Katalog, bei der hatte ich auch ein Bild gespendet gehabt zum Aufbau des Kunstdomes, habe ich glaube schon mal erwähnt gehabt, und zwar das Bild Adam und Eva Version 2.0, was ich eigentlich an der Stelle auch einfach mal einblenden kann. So, mein Abdruck ist hier nicht so viel, es ist ein bisschen Biografie und ein Gemälde, und zwar das Gemälde Mädchengewalt, was man auch hier drüben sieht dann, aber das müsste ich jetzt drehen. Das ist dieses Gemälde. Und wie gesagt, kurze Biografie dazu und hier nochmal das Buch. So, kommen wir weiter. Dann hat es für mich wieder angefangen mit der Hochschule. Diesmal war es aber die Diplomausstellung vom 15.07. bis 4.09.2016, in der ich verschiedene Gemälde ausgestellt hatte. Ich denke, ich blende die einfach jetzt hier unten einfach mal in der Reihe ein, welche ich zu meinem Diplom gezeigt hatte. Es sind auch einige hier, aber kann ich euch jetzt nicht wirklich zeigen, wenn ich es an die Kamera. Das können wir ein extra Video machen, weil ich ja sowieso über die Bilder nochmal detailliert sprechen möchte. Die nächste Ausstellung war dann nochmal Diplomausstellung, das ist ein Schreibfehler. So, weiter geht's. Und zwar ist das jetzt eigentlich, würde ich sagen, mein richtiger Beginn mit der Ausstellung, weil da war das Studium vorbei. Und meine erste Ausstellung, die ich überhaupt außerhalb des Studiums hatte, war in Italien, in Florenz. Da habe ich mich auch sehr gewundert, wie das auf mich zugekommen ist. Ich wurde einfach angeschrieben und das war über Facebook. Und ja, so schnell ging es dann einfach, dass ich da ausgestellt hatte. Bei der Ausstellung war ich auch persönlich anwesend, weil das eben meine allererste Ausstellung war. Gemeinschaftsausstellung, also alles, was ich hier erzähle, sind Gemeinschaftsausstellungen. Und zwar ist die von 20.07. bis 30.07.2016 gewesen. Hatte ich euch damals versprochen, ein Video davon zu machen.
Dieses Video habe ich immer noch irgendwo auf meinem kleinen Netbook liegen. Ich muss das unbedingt mal bearbeiten, denn ich fahre bald wieder nach Florenz. Dass wir das Video noch vorher hatten. Also die Ausstellung, ich kann leider das Thema nicht aussprechen. Ich schreibe es euch alles in die Beschreibung. Ich bin nicht gut in Italienisch. Rigor e Grazia. Und in der Galerie Merlino Bottega der Arte in Florenz, in Italien. War eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Florenz ist wirklich eine wundervolle Stadt. Ich kann ein paar Impressionen auch gerne zeigen in anderen Video mal oder so. Oder ich nehme mir das direkt vor für meinen zweiten Besuch in Florenz. Da kenne ich ja schon einiges und mache da direkt ein richtiges Video dazu. Und zeige euch einfach verschiedene Orte, zeige euch die Galerie, zeige euch auch eine andere Galerie, die ich in Florenz bereits, wo ich bereits ausgestellt habe. Das machen wir, denke ich, gesondert. So, die nächste Ausstellung ist wieder in derselben Galerie mit dem Thema Design in Galeria vom 15.09.2016 bis 25.09.2016. Die nächste Ausstellung, ebenfalls in derselben Galerie, ist vom 10.10. bis 16.10.2016 gewesen. Und das Thema war die Avantgarde. So, das nächste ist dann etwas, wo ich mich darüber gefreut habe. Wie ihr im letzten Video gehört habt, stelle ich ja jetzt auch in New York aus. Mit einem Bild bin durch die Galerie in Rom vertreten und genau um die geht es jetzt. Vom 14.10.2016 bis 26.10.2016 hatte ich dort eine Gemeinschaftsausstellung in der Galerie Flyer Art Gallery in Rom in Italien. Kann ich nicht viel sagen, ich weiß, welches Bild ausgestellt wurde, ist momentan noch da unten und auch dieses Bild geht jetzt nach Rom. Dort zum Beispiel wurde ein Katalog angefertigt, den ich leider nicht bekommen habe. Ich hoffe, dass der mir irgendwann noch zugeschickt wird, spätestens wenn ich den Galeristen persönlich kennenlerne. Die nächste Ausstellung ist die neue Galerie in Florenz, in die ich mir auch anschauen werde, wenn ich das nächste Mal dort bin. Und zwar ist die Ausstellung vom 22.10.2016 bis 31.10.2016 gewesen. Und hieß Art Projects in der Galerie der Art Mentana in Italien in Florenz. Ist eine sehr große Galerie, ist auch sehr zentral gelegen, beim Bahnhof irgendwo in der Nähe. Und 26.10. bis 31.10. war wieder eine Gemeinschaftsausstellung Art per Art in der Galerie Merlino Bottega der Arte in Florenz. Vom 7.12. bis 15.12. hatte ich eine Ausstellung, Gemeinschaftsausstellung natürlich mit Artistic Symphony in der Galerie der Art Mentana in Italien, ist eben zum zweiten Mal dort ausgestellt worden, sonst war es immer Bottega Theater. Und die letzte Ausstellung, die ich jetzt im letzten Jahr noch hatte, war die Gemeinschaftsausstellung Adunanza, oder Adunanza, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in der Galerie Met Gallery, oder MAD, in Mailand, in Italien. Also das ist jetzt schon die vierte Galerie in Italien. Also ich glaube, ich sollte mich wirklich auf diesen Weg da konzentrieren, auf dieses Land konzentrieren. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe vergessen, euch den Diplomkatalog zu zeigen. Das ist der Diplomkatalog. Ich bin leider etwas unzufrieden mit der Anordnung der Bilder. Das habe ich nicht selber gemacht. Das war einem Studenten überlassen. Und da schauen wir mal ganz kurz meine Seite an. Die erste Seite ist ganz gut mit dem Gemälde The New Hope. Ist ein Ölgemälde von 80 x 100 cm. Auf der nächsten Seite seht ihr schon das Problem. Da ist, na, ich kann es meinen Arm gar nicht so weit weghalten. Das ist einmal das Gemälde und eine riesengroße Weißfläche. Das ist leider nicht so schön. Das Gemälde heißt Der unbarmherzige Weg. Geht es um die Flüchtlinge, darüber reden wir aber alles, wie gesagt, nochmal in ein extra Video. Und das letzte Gemälde, was auch zur Diplomausstellung auch dabei war, ist die globale Verletzung. Vernetzung, nicht Verletzung, Vernetzung. Und ebenfalls Problem, eine komplette weiße Seite, das Bild, hätte man vielleicht anders machen können. Aber ich sei nicht böse sein drüber. So, dann war es das eigentlich auch für dieses Video, wie gesagt. Schreibt mir bitte eure Wünsche in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr euch für Videos wünscht. Wir haben ja jetzt schon einiges gemacht. Eine hatte kommentiert, dass ich mal von der Didikum ein paar Live-Videos machen soll. Muss ich auch mal schauen, dass ich das mache. Ich wollte ja auch, wie gesagt, in Florenz sowas ähnliches machen. Also nicht live, aber so eins, dass sie einfach mich begleitet auf dem Weg durch die Didikum. Und eventuell könnte ich das auch bei Kunstmessen machen. Ich könnte vielleicht auch einfach mal solche Videos auch durch Dresden oder so machen, wenn euch das interessiert. Und ansonsten schreibt einfach in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was ihr wissen wollt. Vielleicht wollt ihr auch wissen, wie man Farben anrührt selber, wie man selber Ölfarben herstellt. Ansonsten lasse ich mir wieder was einfallen und es wird definitiv bald wieder ein Speed Drawing oder Speed Painting kommen.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist es im Kunstbereich oder mache ich, seht ihr wahrscheinlich gar nicht, wieder mal ein richtiges architektonisches Gebäude oder ein realistisches Porträt. Das kann ich euch leider nicht sagen, das kommt einfach wie es kommt. Entweder es ist was im Kunstbereich als erstes fertig oder es ist ein Vogel zum Beispiel als erstes fertig. Und ja, das war's also dann. Bis nächste Woche Freitag um 18 Uhr sehen wir uns wieder. Florenz kommt langsam näher, ich weiß nicht. Den Freitag wird dann wahrscheinlich nichts kommen, wo ich in Florenz bin. Aber das ist erst am 18. März. Also es dauert noch ein Stück. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.